Hallihallo, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu BeamNG Electric Drive. So, die haben zwei gleiche Farben, das ist blöd. Ich muss den mal ganz kurz. Fahrzeugkonfiguration. So, Farbe, das ist er hier. Den machen wir. Das ist das gute Zugfahrzeug. Warum sind hier zwei? Beziehungsweise sogar drei? Okay, das ist die Farbe. Gehen wir mal ins Rot. Helligkeit. Ein bisschen dunkler. Oh, Fabrik gibt's auch noch. Schöne Fabrik-Farbtöne. Okay. Chromheizgrad. Boah, Chrom. Und matt. Okay, naja, ich nehme mal den normalen. Weiß ich nicht, in Silber vielleicht. Ja, nehmen wir den mal in Silber. Und was ist das hier für eine Farbe? Und was ist das hier für eine Farbe? Was sind das hier für Farben? Naja, keine Ahnung. Farbe. Zu den Vorlagen hinzufügen. So. Toll, das ist die normale. Die hätte ich nicht hinzufügen brauchen. Irgendwie sieht das gelb aus. Oder orange. Was ist das hier? Was sind das hier für Farben? Ist das Interieur? Nee, oder? Ne, ich glaube, das ist einfach nur, weiß ich nicht. Gut, lassen wir mal. Das ist eine komische Farbe. Das ist ein Braun. Haben wir hier kein richtiges? Oh, das sieht eigentlich ziemlich geil aus. Weil ich eher so der Rotfreund bin. Bisschen weniger Chrom. So, das ist geil. Okay. Speichern und laden. Achso, da gibt es noch mehr. So, Tuning, das ist okay alles. Da will ich eigentlich nichts machen. Teile. So, da hätte ich nämlich gern. License Plate. German License Plate. Da war gerade der Akku. 40 kW Battery, Tatsache. Ist das geil. Boah, ist ja der Hammer. Okay, German License Plate haben wir. Nummernschild. Machen wir mal Stuttgart. Doppelpunkt. Leer, Doppelpunkt und dann L, Los Osos und dann, keine Ahnung, 01. Zack. Slow 01. Okay, das sieht komisch aus. S. Low 01, so. Ja, machen wir es mal so. Okay, was haben wir hier? Paint Design. Apex Livery. Oh, schön. Was ist das? Power Glow.
Boah, verrückt. Okay, nee, das ist MT ist, glaube ich, da am schönsten. Boah, geil. Geil, geil, geil. Unibody? Gibt's eine Unibody, okay. So, Navigation Unit. Beam Navigator. Brake Line Lock. Anti-Braking System. Okay, das passt. Rear Fender Flares. Was sind Fender Flares? Turbo Rabbit. Rear Fender Flares. Ach du Scheiße. Das sind Kotflügelverbreiterungen. Ach du Kacke, sehen die schlimm aus. Empty. Geht ja gar nicht. Okay, Fuel Tank. 100 kW Solid State Battery. Nö, lassen wir die 40 kW. Ist leichter. Gauge Cluster. ESBR Gauge Cluster, ja natürlich. Glas. Ist Glas. Left Headlight, ESB Left Headlight. Ja. Oh, MT. Nein, nicht MT. Oh nein, kein Licht. Moment, wie sehen die denn anders aus? Left Headlight. Ja, das passt da auch gar nicht ganz rein. Also machen wir hier, dass das auch reingehört rein. Ja, okay. So, ESB Hood. Da haben wir nur die normale Hood. Radiator gibt's nicht. Roll Cage. Oh, Roll Cage könnten wir einfügen. Obwohl, naja. Oder doch? Na. Nee. Lieber doch nicht. Empty. So, Driver Seat. Was gibt's da alles? Race Driver Seat. Oh ja, cool. Passenger Seat. Machen wir auch ein Race Passenger Seat. Sehr gut. Und die Rear Seats. Die bleiben so, wie sie sind. Steering Wheel. Alter, wie viele Lenkräder gibt's da? Okay, ich muss mal Le Camera ändern. Das Lenkrad sieht nicht so doll aus. Anida Corsa Racing Wheel? Nee. Anida Sportivo Racing Wheel? Nee. Kann ich hier... Ach, da kann ich es ausschalten, anschalten, okay. Legno Classico. Oh mein Gott. Nur wirklich nicht. Nomi. Drift Wheel. Na, nein. Racing Wheel. Ah, Nomi ist Momo. Wahrscheinlich. Modell 307 Racing Wheel. Mhm. 307R Racing Wheel. Ach, Rally mit hier, mit Rally-Streifen. Mit Rückstellstreifen. Steering Wheel. Das ist normale, okay. Steering Wheel with Paddle Shifters. Um zum Beispiel die Rekuperation einzustellen, vielleicht. Ich weiß es nicht. Wir nehmen das normale Steering Wheel. Was soll's. Das hat wenigstens ein Airbag und hat auch die Bedienung. So, Tow Hitch hat er nicht. Soll er aber eine haben. Interior Color. Elektro Lime Interior. Ach du kranke Kacke.
Black und Blue Interior. Mhm. Hier. Black und Red Interior. Black Interior. Also Black sieht schon mal nicht schlecht aus. Brown und Tan. Ja. Electro Blue, Electro Green, Electro Lime. Was ist Electro Blue? Naja, einfach nur blau. Electro Green. Ah, da sieht man jetzt Ziernähte. Hier so am Lenkrad. Und dieses Lime ist natürlich am heftigsten. Ja, das sieht eigentlich ziemlich gut aus. So, Horn 7. Das ist Horn 1. Okay, geht nur Horn 1, da schellt er immer wieder um. So, andere Bumpers. Cool, jetzt haben wir eine Anhängerkupplung. Sehr wichtig. Anhängerkupplung ist für unsere Experimente natürlich immens wichtig. Wo ist die Orbit? Das ist nicht die Orbit. Ist das die Orbit? Nein. Ist das die Orbit? Ja, das ist die Orbit. Sehr gut. So, denn wir brauchen... hier, Frontbumper. Was haben wir denn hier? ESBR oder den normalen? Wie sieht der normale aus? Hat so Lufteinlässe. Passt nicht ganz zum Motor, oder wa? Mal nochmal gucken. Ja, der hat hier dieses Ding. Das ist doch Tesla. Das ist doch so ein Tesla-Ding, oder? Das ist doch voll hier so der Tesla-Bogen. Könnt ihr doch erzählen, was ihr wollt. So, Frontbumper. Front-License-Plate brauchen wir natürlich auch. EU-License-Plate. Wo ist sie? Da ist sie. S-LO-01. Sehr gut. S für Stuttgart. Landeshauptstadt. Also, Bundesland. So, Rear Bumper. License Plate, Rear License Plate. Rear EU License Plate. Ah, jetzt ist schon besser. Eine Breite, ja, sehr gut. So, dann will ich doch mal gucken, ob wir das nicht doch besser hinkriegen. So. Nein, das sieht noch viel schlimmer aus. Jetzt ist die 1 verschwunden. LO 01. Ne, 01 ist doof. Machen wir 55. Macht er nicht. Habe ich gerade irgendwas gedrückt? So, mal gucken, wie sieht das aus. SLO. Warum ist da so viel Platz dazwischen? Hier. Die hätten doch das anders machen können. Was ist, wenn ich hier eins wegmache? Wie sieht das aus? Ändert sich nichts. Okay, gut, dann lasse ich das. So, Left Door. Left Door Panel, Left Door Glass. Gut, das sind die normalen Dinge, die so eine Tür hat. Engine.
So, was haben wir hier? Performance 2,0 F4 Engine, Performance Rear Electric Motor. Performance Rear Electric Motor, sehr gut. Der bleibt auch drin. Open Rear Differential. Okay. So, Front Left Fender. Front Right Fender. Front Left Fender. Was ist Fender Flare? Turbo Rabbit. Ach so. Dieses. Oh, naja, also hier vorne sieht das gar nicht so schlimm aus. Müsste ich nur noch fettere Reifen draufhauen. Aber die sind eigentlich schon, die Verbreiterungen sind eigentlich schon ziemlich. Ja, die Verbreiterungen reichen eigentlich. Das ist schon breit genug hier. Da gehen ja noch, von den Reifen her geht noch ein bisschen was drunter. Tailgate. Heckklappe. Left Tail Light. Das sind auch standardmäßig. Und right. Okay, das war's eigentlich schon. Die Reifen. Wo sind die Reifen? Hier. Front Suspension. Habe ich die irgendwie überlesen? Front Coilovers. Race Front Coilovers. Und Front Sway Bar. Race Front Sway Bar. Front Spindles sind Spindles, Front Disc Brakes, Sport Disc Brakes, Race Front Disc Brakes. Müsste noch ein bisschen mehr gehen dann. Ja, ganz schön größer. Die Felgen, wir müssen unbedingt. Ah, unbedingt andere Felgen, das geht gar nicht. Front Brakes, gut. Front Wheels, da unten sind sie. Front Brakes haben wir. Front Differential, Performance, Front Electric. Open, okay. Steering. Power Steering, okay. Ja, normal. Denn ohne Servolenkung. So, Front Wheels. Hirochi, bla bla bla. 19 mal 8 sind da jetzt drauf. Haben wir nicht noch was Größeres? SBR. RS2. Ja, die sehen auch nicht schlecht aus. Also wir bearbeiten den jetzt, um den zu speichern. Den anderen, den lassen wir dann so, aber den, das ist meiner dann und der wird so gespeichert. So. Deswegen spiele ich da auch nicht großartig an dem Tuning, an dem Feintuning rum. Ich will, dass die Karre nachher noch richtig fährt und nicht totalen Müll fährt. So, wir brauchen schon ziemlich große Felgen. Also 17 Zoll. 17 Zoll sehe ich nicht. Das würde ungefähr so aussehen. Bäh. 18. Achtzehner sehen da auch irgendwie verloren aus. 18 mal 8. Super Sunsport. Naja. Mir werden irgendwelche Turbinenfelgen werden mir lieb. RS Front Wheels, wo ist der Unterschied? 18 mal 11. Hä? Ja, und Reifen gibt's keine dazu, oder wie? Doch, jetzt sind sie da. Oh, 18 mal 11, die stehen gut drin.
Also mal 11, wenn es 19 mal 11 gäbe, das 19 mal 8, das sind die SPS 2, das ist 18 mal 8, 19 mal 8. Ach, da gibt es so viele, oder wie? Ach, das sind die SPR 2 und das sind die ESPR 2. Oder die ESPR. 19, 8. 17, 9, 17, 8. 18, 10. Volk. Ohne Reifen. Oha, die stehen aber gut. Die stehen aber gut über mir, mein lieber Mann. Die Elfer sind doch nicht so weit rausgestanden. Die kratzen bestimmt im Kotflügel. Mhm. Deep Front Wheels. Okay, die sehen heftig aus. Ah ja, 16 mal 8, 18 mal 9, 18 mal 10, ET73, ja, nicht so ganz. Ist eher was für Jeeps. ETK, 18 mal 9, mit Reifen bitte. Boah, die stehen auch verdammt gut im Radkasten. Aber sind halt nur 18 Zöller. 19 mal 9. Oh ja, schön. Oh ja, das sieht doch schon besser aus. Boah, aber die stehen halt übel über. 19 mal 9 ist dann vielleicht doch ein bisschen viel. Was sind das hier? Die sehen eigentlich auch ziemlich cool aus. Ich hätte gern 19er, die vielleicht nicht ganz so breit sind. 19 mal 8 oder so wäre gut. 15, 14, 15... 16, 15, 14, 15, 15... Eieiei. Sechzehner. Also, sorry Leute, das ein bisschen dauert, aber ja, wir machen das Ding schick. Ich stehe auf Tuning. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich weiß nicht. Okay, das war's. Also, von den größeren ist dann eher die ETK. Buckwell, bla bla bla. Clockwise 17 mal 19. Hier sind die ETK. Fangen an. 18 mal 9, wie sehen die aus? Die würden eigentlich einigermaßen satt im Radkasten stehen. Aber da wirkt der Reifen so fett und bullig, das ist sehr ungewohnt. 19 mal 9 Black, Grey. Und was sind die normalen? Die sind einfach normal. Und was ist Black? Ach, die sehen auch anders aus. Anderes Design. Und was ist Grey? Ach, oh, die sind wieder 18 mal. Das hier sind... Das sind 19 mal 9. Die sind irgendwie Silber.
Die hier sind grau. Boah, die stehen halt schon übel über. Können wir die Karre nicht tiefer legen. Wo sind denn nochmal diese anderen? 19 mal 8. Black Gray. Aber das Felgendesign sieht einfach furchtbar aus, diese Dinger da. Gefällt mir überhaupt gar nicht. 19 mal 11. Was haben die denn für eine Einpresstiefe, sag mal? 19 mal 8. Also die sehen eigentlich ganz cool aus. Würde ich dann aber die 19 mal 11 nehmen. Die stehen ordentlich im Radkasten drin. Okay, da ist die Sportfederung, ist jetzt natürlich heftig. Hat er überhaupt noch Federn? Ein bisschen Federn hat er noch. Aber die gucken so ein bisschen durch. Mal 11. Obwohl, komm. Ich lass die mal. Welche waren das jetzt? Escape. Sorry, ne? Komm, klapp den Body auf. Tu es. Ah, okay. Ich habe nicht richtig gedrückt. Front Suspension. Hier, Hirochi SBRS 2, 19 mal 11. Rear Suspension. SBAS 19 mal 11, ne? Ja. Okay, hinten könnten die eigentlich noch ein bisschen fetter sein. Hier haben wir die ESB Rear Coilovers. Da machen wir auch mal die Race rein. So, dann machen wir hier die Race Rear Sway Bar und die Race Brakes. Okay, dann sollte der jetzt liegen wie ein Brett. Und sehr gut bremsen. Naja. Oh, 54 läuft da rückwärts. Ach, ESC meldet sich da. Okay, aber ich lasse das mal so.
Die können wir dann nachher immer noch ein bisschen höher setzen. Tailgate und bla bla bla. Das ist hier alles gut. Fender Engine bla bla bla. Das haben wir eigentlich alles jetzt, ne? So, dann würde ich hier bei Tuning gucken, ob ich den Ding noch ein bisschen Force Feedback, Battery Level 40 kW. Brakes, Brake Force. Suspension, Anti-Roll, Spring, Höhe. Suspension, Höhe. Da könnte ich noch ein bisschen höher machen, das Ganze. Mal übernehmen. Ah ja, jetzt sind wir da schon deutlich höher. Zwar noch hart, aber höher. Naja, dann will ich aber mal gucken, was da so geht. Tiefenmäßig. Oh. Das nenne ich mal tief. Aerodynamisch. Also wirklich, wirklich viel Federweg ist da jetzt nicht mehr. Aber Bodenfreiheit ist noch gegeben. Von dem her, gut, vorne müssen wir ein bisschen höher gehen. Null war ja schon. Schon wenig. Boah, wir sind ja schon bei 30 Minuten. Deswegen machen wir jetzt mal eine kleine Folgenpause. Sehen uns morgen wieder. Wenn es wieder heißt, Time to Play hier bei BeamNG Drive, dann mache ich hier noch ein bisschen weiter und dann fahren wir. Versprochen. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.